Hallihallo, hier ist wieder der Callcenter Crusher. In diesem Video versucht die Scammerin von Apollo Cash mich durch Unfreundlichkeit und Schreierei zu einer Einzahlung zu bewegen. Komisch, dass das bei mir nicht klappt. Viel Spaß bei diesem Anruf, nach dem Intro geht's los. Ja, bitte? Hallo? Hallo? Hallo, schönen Tag. Spreche ich bitte mit Herr Paul Rieke? Ja, das ist ja mein Vorname, mein Nachname, bitte. Ja, aber ich habe hier nur Paul Rieke, ja? Also immer Smith am Apparat und ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung bei unserer Werbekampagne, die Sie gemacht haben. Es geht um Online-Trading, Herr. Ja? Ja, also haben Sie Erfahrung davon? Nee, habe ich nicht. Deswegen habe ich mich ja angemeldet, weil ich will Erfahrung sammeln und ich möchte gerne traden. Okay, alles klar. Ich werde Ihnen alles erklären, Herr. Also, wir sind Apollo Cash. Wir handeln mit Kryptowährungen, Forex, Aktien, Rohstoffen. Sie sind was? Reden Sie bitte nicht so schnell. Ich verstehe Sie ja kaum. Okay, Entschuldigung. Also, wir sind Apollo Cash. Wir handeln mit Kryptowährungen. Wer sind Sie? Apollo Cash. Apollo Cash heißt unsere Firma. Ah ja? Okay. Und wir handeln mit Kryptowährungen, Forex, Aktien, Rohstoffen. Haben Sie gehört? Ja, das habe ich gehört, ja. Ja, ist eine gute Möglichkeit für Sie und Sie können mehr Geld zu machen. Also, damit ein Konto eröffnen, Sie müssen einen Betrag zulassen. Der Mindestbetrag, damit Sie ein Konto aktivieren, ist nur 250 Euro, Herr Paul Rieker. Also, Zugschmiedmeier ist mein Name. Ja, aber ich habe nichts hier von Ihrer Anmeldung. Ich habe es aber komplett eingetragen. Also nennen Sie mich bitte, wir sind noch nicht per Du, dass Sie mich mit dem Vornamen anreden dürfen. Ja, aber von Ihrem Nachnamen, Sie haben nicht gegeben. Doch, habe ich gegeben. Ich sage Ihnen. Den habe ich gegeben. Und hier steht nicht nur Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Ja, dann konnten Sie mich ja gar nicht anrufen. Wo haben Sie dann die? Aber Sie haben diese Meldung gemacht und war Ihr Fehler, Herr. Weil Sie haben nicht die Nachname gegeben. Ja, komisch, wenn Sie sagen. Geben Sie bitte lassen die mich Nachname doch mal ausreden. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden, bitte. Mein Gott. Okay. Wenn Sie sagen, da steht nur mein Name und meine E-Mail-Adresse, wie konnten Sie mich denn da anrufen? Da steht, muss doch auch meine Telefonnummer stehen. Das Sie haben gegeben. Ja, natürlich, genauso wie mein Nachname. Ihr Nachname gibt es nicht, Herr. Deshalb sage ich Ihnen die Namen, nicht die Nachname. Ja, dann merken Sie sich den so einfach. Zugschmiedmeier ist mein Name. Okay, alles klar. Also, wie schon gesagt, wir sind Apollo Cash und wir handeln mit Kryptowährungen, Forex, Aktien und Rohstoffen. Damit ein Konto aktivieren, Sie müssen einen Betrag zulassen. Wie schon gesagt, der Mindestbetrag ist nur 250 Euro. Und mit diesen 250 Euro, Sie können 500 bis 600 Gewinne erreichen, zusammen mit einem Finanzexperten. In welchem Zeitraum? Haben Sie mich verstanden? In welchem Zeitraum? Was meinen Sie? In welchem Zeitraum kann ich die Gewinne machen von 500 bis 600 Euro? Sie können dann mit einem Finanzexperten zu machen, in Kryptowährungen, Forex und so weiter. Ja, in welchem Wo werden Zeitraum? Sie investieren? Hören Sie mir nicht zu, in welchem Zeitraum kann ich die 500 bis 600 Euro Gewinn machen? Verstehen Sie kein Deutsch? Also wie bitte? Können Sie das wiederholen? In welchem Zeitraum kann ich die 500 bis 600 Euro Gewinn machen? In einem Monat, Herr. Ach so, das haben Sie ja das nicht gesagt. Ich habe gesagt, bis am Ende des Monats. Nee, das haben Sie nicht gesagt, aber okay. In einem Monat mit diesem kleinen Betrag, Sie können 500 bis 600 Gewinne erreichen. Aber okay. Wenn Sie möchten, Sie können diese Konto aktivieren, auch mit 500, 1000, 2000 und so weiter. Und natürlich bekommen Sie mehr Geld. Ja, okay. Und wie funktioniert das dann? Also,
Also, wir werden Ihnen einen Link schicken und dann öffnen Sie ein Konto. Und wenn Sie nicht zufrieden sind, Sie können jederzeit dieses Geld auszahlen, auch die Gewinne. Gut, haben Sie den Link denn schon geschickt, oder? Ja, wir werden jetzt geschickt. Also benutzen Sie WhatsApp unter dieser Telefonnummer? Nein, das ist eine Festnetznummer, da gibt es kein WhatsApp. Es gibt kein... Oh, so, habe ich vergessen. Also die aktuelle E-Mail-Adresse ist das brookszimmermeier@gmail.com. Was bitte? Wie ist die aktuelle E-Mail-Adresse? Wie ja, die haben Sie doch da das? Stehen, haben Sie gesagt. Lesen Sie mir doch einfach vor, dann kann ich es auch sagen, ob es stimmt. Also, Ihre E-Mail-Adresse, das schauen hier ist brookszimmermeier@gmail.com. Nein, das ist p.r.zuckschmiedmeier@gmail.com. Es gibt keinen Punkt hier. Ja, deshalb, dann, wir müssen das dann haben, Sie ein, dann haben Sie einen Systemfehler. Ich habe es richtig eingegeben. Hier steht, dass es gibt keinen Punkt. Bitte buchstabieren Sie das, damit einen Zahlungslink schicken und Sie ein Konto eröffnen bei uns. p.r.zuckschmiedmeier@gmail.com. Können Sie langsam sagen, bitte? Von Anfang? Oh, zwischen dem P... Oh, das gibt's doch gar nicht. Sprechen Sie kein Deutsch, oder was? Buchstabieren Sie das! Hey, das haben bleiben Sie mal ruhig! Bleiben Sie mal einfach ruhig! Bleiben Sie mal ruhig! Hören was soll Sie denn mal das? Zu. Geben Sie die richtige E-Mail-Adresse und ne. dann... Nein, ich denke nicht, dass ich mit so einem unseriösen Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Was für ein unseriöses, sagen Sie, Sie haben nicht den Nachnamen gegeben, Sie haben eine falsche E-Mail-Adresse gegeben und dann sagen wir, es sind unseriöses. Ja, richtig. Genau das sage ich, weil Ihre Daten da, wo Sie her haben, die stimmen ja nicht. Ich habe es richtig eingegeben. Also sagen Sie bitte noch einmal die E-Mail-Adresse. p.r.zuckschmiedmeier@gmail.com. Okay, einen Moment bitte. Also war p.r.zuckschmiedmeier@gmail.com, ja? @gmail.com. Ja. Einen Moment bitte. Also, wie machen Sie die normalerweise über die Einzeichnungen? Schicken Sie mir doch erstmal die E-Mail. Ich habe noch keine E-Mail bekommen. Was für eine E-Mail soll ich Ihnen schicken, Herr? Ja, Sie wollten mir doch eine E-Mail schicken, haben Sie doch gesagt. Dann schicken Sie ja, mir doch mit einem Zahlungslink. Deshalb, ja, wir müssen wissen, wie machen Sie die normale Einzahlungen? Mit Visa, Mastercard, normales Card, was für eine Karte haben Sie? Ich mache es per Banküberweisung. Banküberweisung. Genau. Online-Banking haben Sie? Nee, das habe ich nicht, aber... In Ihr Handy? Das spielt... Ich hab kein Handy, ich sagte doch. Das ist eine Festnetznummer. Also Sie müssen ein paar Dokumente schicken, Herr. Weil Sie haben... Dann Sie Bankdaten für Sie vorbereitet haben. Wir haben kein Online-Banking und kein Visa und Mastercard. Deshalb müssen wir die Bankdaten vorbereiten. Ja, aber Sie müssen zuerst ein paar Dokumente zu schicken. Ich soll Ihnen Dokumente von mir schicken, bevor Sie mir die Bankdaten schicken, richtig? Ja, genau. Was sind Sie denn für eine komische Firma? Wir müssen nur zwei Bilder von Ihrem Ausweis her. Und dann, wir werden die Bankdaten vorbereiten für Sie.
Ja, also Ausweis schicken, also in Damit Deutschland. wir verstehen denn mit Hören Sie doch dem, einfach mal zu bitte? Ende zu, anstatt ständig dazwischen zu reden. Meine Herren, in Deutschland macht man eine Ausweiskontrolle, eine Identitätskontrolle über das Postident-Verfahren. Das kennen Sie nicht, ne? Wir machen das so, Herr, damit für Sie Bankdatenvorbereitung, wir müssen ein paar Dokumente. Ja, über das Postident-Verfahren. Ja, gerne. Schicken Sie einfach per E-Mail Ihr Ausweis, Ich zwei schicke Bilder von Ihrem Ausweis. Ihnen doch kein Bild von meinem Ausweis. Das ist Ob Sie unseriös. mit uns möchten, Sie arbeiten, Sie müssen zwei Bilder schicken. Ob Sie nicht einfach auflegen, ja, Sie verlieren Zeit. Erstmal Sie haben Sie mich verlieren ja Möglichkeit. angerufen. Sie haben mich ja angerufen. Ja, weil Sie haben Ihre Nummer gegeben. Ja, eben. Aber da konnte ich doch nicht wissen, dass Sie so unseriös sind und irgendwelche Bilder von meinem Ausweis haben. In Deutschland ist es gang und gäbe, das Postident-Verfahren zu benutzen. Das ist sicher. Alles andere ist im Prinzip dazu da, Identitätendiebstahl zu betreiben. Also Herr, hören Sie mich zu, bitte. Ich verliere Zeit. Möchten Sie gerne eine Arbeit mit uns oder nicht? Wenn Sie nicht einfach auflegen und schicken Sie nicht zwei Bilder von Ihrem Ausweis. Nee, ich mache das, ich mache die Warum Ident. haben Sie die Daten eingegeben? Darf ich jetzt auch mal? Mein Gott, sind Sie unhöflich. Fürchterlich. Ich sagte Sie doch. verlieren meine Zeit. Ja, das ist ja Werden schön. diese Fotos Das schicken ist, oder nicht? Einfach. Sie haben mich doch angerufen. Wenn Sie keine Zeit haben, warum haben Sie mich dann angerufen? Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu sprechen. Ja, dann legen Einfach Sie doch schicken Sie auf, diese Sie zwei. unseriöses Kämmer. Legen Sie doch auf. Ich gebe Ihnen Mühe, ja? Gute Möglichkeit, mehr Geld zu machen. Ja, aber nicht mit Ausweis verschicken. Das ist sowas von veraltet. Sowas gibt es nicht mehr. In Deutschland gibt es nur noch das Postident-Verfahren. Warum haben Sie die Daten bei uns eingegeben? Ja, weil ich eigentlich eine seriöse Firma haben wollte. Aber das wird ja bei Ihnen nicht sein. Ich habe Ihre Daten ja auch nicht bei Ihrer Firma eingegeben. Genau, Sie wissen, dass mit einer seriösen Firma zu tun haben, Herr. Nee, das Deswegen sicherlich schicken nicht. Sie auch Ihren Ausweis. Nee, das schicke ich nicht. Sobald die Ihre Daten eingegeben haben, deshalb Sie müssen auch die Ausweis gegeben. Sie sprechen ein so schlechtes Deutsch. Ich sagte doch, das wird über Postident-Verfahren gemacht. Sie haben Ihre Daten gegeben, Herr Paul Digger, weil Sie haben nicht Ihren Nachnamen gegeben. Also, Zugschmiedmeier, bitte hatte ich Ihnen schicken doch schon auch die. mehrfach gesagt. Aber Sie haben nicht gegeben von dem Formular. Also, Herr, hören Sie mir zu. Sie werden zwei Bilder schicken, damit für Sie die Bankdaten vorbereiten, ob Nee, Sie möchten mit uns zu arbeiten. ich schicke keinen Ausweis. Wenn Sie eine Identitätsprüfung bei mir machen wollen, dann machen Sie das über Postident. Ansonsten sind Sie einfach nicht seriös. Also, Also, okay, schicken Sie das, nein, sagte ich doch mehrfach, wie Sie verstehen Sie kein möchten. Deutsch? Ich verliere Zeit mit Ihnen. Wenn Sie möchten, Sie werden das jederzeit, diese zwei Bilder zu schicken. Wenn Sie nicht einfach auflegen, ja? Ja, Sie haben mich doch angerufen. Ich werde Ihnen keine Bilder von meinem Ausweis schicken. Das sagte ich nun mehrfach. Endlich hat sie es auch kapiert und einfach aufgelegt. Ja, mit Freundlichkeit wäre man bestimmt etwas weitergekommen. Naja, wir sehen uns im nächsten Video. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.